Hallo Miri. Nachdem du ja beim U19-Nationalteam warst, hätten wir jetzt ein paar Fragen an dich. Welche Eindrücke hast du davon mitnehmen können? Also welche hast du dort gemacht? Also es war auf jeden Fall spannend, das alles zu sehen, wie professionell das alles dort abrennt und die Qualität von den Spielerinnen und das Tempo. Einfach der Unterschied zu den Vereinen, wie dort trainiert wird und wie dort an das Ganze rankommen wird. War einfach eine coole Erfahrung. Was war für dich neu oder anders? Ja, auf jeden Fall anders war halt das Tempo und auch, dass ich halt wenig Spielerinnen kennt habe. Das war auf jeden Fall mal schwieriger so. Aber ich finde, man hat sich dann immer ganz schnell verstanden mit den Leuten. Und auch das Tempo hat man sich gut anpassen können. Welche Erfahrungen kannst du mitnehmen? Ja, ich glaube, es sind echt coole Erfahrungen, die mir immer im Kopf bleiben werden. Weil ich glaube nicht, dass ich das so schnell irgendwann wieder mal erleben darf. Und was war das Schönste für dich dort? Auf jeden Fall war das Schönste für mich die 45 Minuten, die ich hauptsächlich vorher gewechselt worden bin. Und halt auch, dass wir dann doch noch 20 Wochen haben, noch einen Rückstand. Dankeschön.